Das tut so weh. Ich weiß es jetzt schon, es tut so weh. Die kann ich runterkicken. Recht gute. Und damit auch ein recht herzliches Willkommen zu einem weiteren neuen. Also, meine Freunde. Letztens, beziehungsweise haben wir ja die Megatheriums geholt, beziehungsweise die Spinos. Ich habe die schon ein bisschen jetzt gezüchtet, beziehungsweise ein paar Eier gemacht schon. Den ersten habe ich schon mal ausgebrütet wegen der Zeit wieder, das ist Anpassung. Und die packe ich aber jetzt trotzdem ein, weil es mir zu lange dauert, da wir heute natürlich was Spezielles vorhaben. Wir könnten uns nur was noch Fastenkit mitnehmen. Ich habe sogar eine kleine FOB dabei, um mal so eine kleine Zwischenbase machen. Auf jeden Fall. Ich habe zwei Fackeln dabei, das meiste passt natürlich. Wir haben alles dabei, was wir brauchen. Medical Brew. So, jetzt kommt wieder der Tricky Part. Ich muss auch sagen, ich habe schon wieder was gehört. Ich muss auch sagen, ich muss ja auch immer durch den Sumpfgebiet rennen, aber naja, okay, ist halt leider so. Wie gesagt, nächstes Mal würde ich sagen, wenn alles klappt, und Google immer so, wenn alles klappt, werde ein Duty cool und auf jeden. Ist da oben, was hätte ich da oben gesagt? Jetzt hätte ich gedacht, da oben ist ein Tech-Tier. Damit hätte ich gesagt, noch ein Schwein. Es wird natürlich ein bisschen tricky, ich muss natürlich der ein oder zwei Spinos mitnehmen. Wie gesagt, es gibt Pullovers und alles massig dort. Da muss ich doch ein bisschen safe spielen. Ich hoffe, der Dude, wie gesagt, der müsste ja hier reinpassen. Warum ist es denn so hell? Die Bolas kommen weg, weil die bringen gerade jetzt nichts. Ich kann hier nichts drinnen bauen. Ihr seht das selber munitionstechnisch. Ich habe jetzt ungefähr 117 Shotgun-Muni und 130 Kugeln für die Flinte, wie gesagt. Da muss ich halt wirklich ein bisschen gucken. Oh, shit. Kann ich das ein bisschen überbrücken mit der Chitinrüstung? Ein bisschen, glaube ich. Ich weiß nicht, oder ist die Eisenrüstung etwas schlimmer? Lass mich mal ganz kurz gucken, Leute. Wenn ich jetzt nur die schlechte Rüstung anziehe. Also ich muss ein bisschen gegenhalten immer. Also wir dürfen nicht zu lange brauchen. Okay. Was ich natürlich auch noch sehr, sehr interessant finden würde, wäre ein Basilo. Basilo, wie gesagt, wäre es gegen die Aale und Quallen immun, damit ich ein paar Drops farmen könnte. Ich hoffe nur, wir kommen jetzt. Shit, guck dich mal an. Alter, das tut so weh. Ich weiß es jetzt schon, es tut so weh. Nudel haben. Oh, shit, das tut so weh. Au! Also die Spinnen gehen, aber wie gesagt, das ist ja auch der, ja, es ist der besser gelevelte auf jeden Fall. Die Stilos sind so, ich weiß nicht, gute Mann, was der Damage aushält. Also entweder müssen da hier so 5, 6 Stilos sein. Aber das tut wieder weh. Sollen wir erst rechts gehen oder sollen wir links gehen? Ich glaube, ich würde erstmal das Artefakt wirklich holen. Und wenn wir dann noch können, so, dann würde ich sagen, einmal reinhalten, dass die herkommen. Nachladen. Oh Gott. So, naja, jetzt hat er wieder gut 4, 4,5k Leben. Das ist wieder recht ordentlich, muss ich sagen. Das ist ja auch soweit top. Passt. Ich muss da gucken, ich habe gerade irgendeinen Dilo gehört. Wo ist. Das ist nochmal auch so, guck dir mal, dass die so, dass sie sich nicht so leicht triggern lassen. Vor allem, ich habe jetzt so viel zerstört. Ja, geht allein. Stirb einfach. Da muss ich kurz gucken. Hier unten, ich weiß nicht, gab es hier unten auch mal einen Loot-Drop? Glaube ich nicht, gell. Nur der ist hier. So. Oh, eine Pike ist geil. So. Schön. Warte mal. Das Einzige, was mir gerade einfällt, der muss auf Passiv, aus folgendem Grund, weil sonst rennt er ja los. Und mit der in die Lava, dann ist er auch Finish. Der Spiel. Die Pike ist actually, muss ich sagen, top. Der Skorpionsattel, naja, ist eher Schrott. Ist eher wie unrentabel für die Mission. So geht's hier runter. Wie gesagt, ich war halt schon längere Zeit nicht mehr in den Höhlen von The Island. Der fliegt hier runter, das ist okay. Die pullen wir jetzt erstmal. Hallo, bitteschön, sterben! Sterben! Holy shit! Nein, Alter, die tankt! Die tut weh! Hey, zum Glück habe ich.
Ja, da kommt's wieder aus der Wand. Okay. Ist drin ein Artefakt? Nee, hier ist nichts. Meistens ist hier mittig auch, also nicht ein Artefakt, ein Loot Drop. Komm ich auf ein Artefakt? Skorpendorken sind eigentlich geil, weil, wie gesagt, die sind halt schnell zu kühlen. Die kann ich runterkicken. Perfekt, dann machen wir die nochmal auf Schaden. Und wie gesagt, die Fob oder so will ich da hinstellen. Wenn der jetzt noch ein bisschen lower wird, dann muss ich die leider aufstellen. Und dann stelle ich die auch auf. 15 Minuten später. So, ich mache es jetzt ganz kurz, Leute. Ich stelle hier meine Fob auf. Einfach ein Zwischending. Zack, zack. Das hier. Ach, das. Oh komm, jetzt habe ich da an die Steckdose nicht gedacht. Das ist natürlich ein bisschen suboptimal. Das lassen wir jetzt schön mal auflaufen. Wie gesagt, Ressourcen sind jetzt nicht ganz so wichtig. Dann habe ich immer einen kleinen Rückzugsort fürs Erste. So, dann haben wir das soweit hin. Das haben wir weg. Das brauche ich leider auch gerade nicht. Da gönnen wir uns wieder eins. Wie gesagt, da haben wir eine Abklingzeit. Es ist jetzt zwar nicht das Beste, aber okay, sagen wir mal so. Wenn wir ein kleines bisschen Schutz haben. Es tut mir auch schon wesentlich besser. Ja, genau, jetzt haust du ab, wa? Und dann kommst du wieder. Erst verpisst du dich und dann kommst du wieder. Wenn's ja, genau. Wenn du deine Kumpels kommen. Aber da hinten seht ihr, Leute, das Ziel ist in greifbarer Nähe. Das Ziel ist in greifbarer Nähe. Her, du Hund. Einmal Medical Brew gönnen. Kann ich die bisschen. Ich kann die doch schon sicherlich ein bisschen kiten, oder? Okay, wir haben die Flinte vielleicht noch besser. Und jetzt ganz schön Luft anhalten. Oh, Headshot, das tut gut. Nice. Nochmal, komm, jetzt kommt hier vor. Ich muss eigentlich auch einen kleinen Funfact einmal annehmen. Ihr seht ja hier diesen kleinen Sprungport, den verkacke ich gefühlt immer. Darum habe ich auch so viele Grappling-Hooks dabei, weil ich immer einer bin. Keine Ahnung, wenn ich mit meinen Freunden gezockt habe und alles, ich war immer der Dödel, der da reingefallen ist. Super. Echt super. Stell dir mal vor, du springst und genau in dem Moment, wo du springst, kickst dich da rein. Seht ihr, die da drüben, die wollte ich eigentlich nicht poolen, aber naja, das muss ich leider machen. Die jetzt nicht kommt. Der lebt doch, oder? Ja, das ist doch klar, dass die lebt. Oh shit. Deswegen Grappling Hooks ohne Ende. Wir können natürlich jetzt noch in die andere Richtung auch gehen. Ein bisschen Blue Drops formen. Ich muss aber in diese Richtung zurück, da ich einfach meinen Baryonyx wieder brauche, meinen zweiten. Aber ich würde halt noch ein paar geile Drops finden. Weil, stellt euch mal vor, ein geiler Megateria Blueprint von 50 Rüstung. Es wäre halt geil. Aber das ist auch wieder so eine geile Stolle für mich. Aber hier ist ja nichts drin, hier mitten spawnt meistens ein Drop, hier ist aber dieses Mal nichts. Und dann schauen wir mal in die Richtung, würde ich sagen, noch kurz, oder? Da drüben ist meistens was, aber ich sehe gerade gar nichts. Runter mit dir, verbrennen! Aber hier ist auch kein Ding. Hier ist zwar unten ein Explorer Node, aber hier unten sieht es mir aus, als ist kein Loot Drop hier. Ne, hier ist auch gar nichts. Pure Hose. Deswegen hat sich die Höhle für mich ja schon wieder erledigt. Halt aber trotzdem, guck dir mal an, was die Schaden einfach einstecken mussten. Stell dich mal vor, jetzt würdest du irgendwo keine Ahnung abgekämpft werden. Das wäre natürlich schon noch hocker. Aber ich will es nicht verschreien, ich bin noch nicht zu Hause. Wir müssen immer noch durch den Sumpf wieder zurück. Es leckt kurz. Wisst ihr jetzt, was jetzt schlimm wäre, wenn jetzt das Spiel abkackt? Wir machen so. Jetzt kommt der Tricky Part wieder. Wie gesagt, ein Körpersuche, du kannst dich eigentlich nur retten, indem du eine gute Flakrüstung hast. Oder wie ich jetzt mache, mein Reserve-Kit, schnell wechselst. Oder
dass du dich halt gleich immer in Crabs, wie gesagt, du kannst ja nichts machen. Klar, das Einzige, was vielleicht noch helfen könnte oder auch hilft gegen den Carpool ist, wenn er dich wirklich packt, nur hast du eine recht gute Flakrüstung, wäre das einzig Geile, du kannst den wegpumpen oder so. Weil das ist halt das, da kann er sich halt leider nicht wehren, wenn du ihn in die Schnauzen haust. Alter, ich höre so viel hier. Das Sumpfgebiet, keine Ahnung. Das Sumpfgebiet wurde doch auch noch in den Augenwinkel gemacht, dass sich die Augenspieler wirklich abfangen. Aber was anderes ist es doch leider auch nicht. Few moments later. Ansonsten sehen wir uns nächstes Mal wieder zu einer weiteren Folge. Bis dahin und ciao, Leute.